Wunderbar. Wenn die zu uns geliefert werden, gehen wir jetzt hier in dieses Gasthaus. Oh, jetzt sieht man sogar, ich weiß nicht, ob das gut rüberkommt, da sieht man sogar, dass der Schnee sogar im Gesicht und auf den Armen schon ansetzt. Also jetzt so langsam werden wir richtig zugeschneit hier. Also das Wetter ist jetzt hier richtig übel, meine lieben Freunde. Und deswegen suchen wir uns, glaube ich, am besten jetzt wirklich einen Unterschlupf in der Taverne da vorne. Vielleicht können wir da auch nochmal mit ein paar Leuten reden. Vielleicht wissen die auch noch was. Und vielleicht können wir da auch noch ein bisschen helfen. Deswegen reiten wir jetzt da mal schnell vorwärts. Die Taverne müsste ja. Wo waren die? Da gerade da vorne. Dann setzen wir mal die Markierung jetzt dahin. Oh, jetzt habe ich Schnellreisen gemacht. Sorry, tut mir leid, jetzt habe ich mich verklickt. Aber auch egal. Dann überspringen wir halt ein bisschen Zeit. Und okay, einen Moment. Super. Egal. Ja, springen wir mal runter. Jetzt habe ich hier aus Versehen, kann ich jetzt mal kurz sagen. Lass eigentlich immer eine Uhr mitlaufen, damit ich weiß, wie lange die Aufnahme geht, weil ich da sonst keinen Überblick habe. Und die hat es jetzt aber irgendwie abgeschossen, die Uhr. Das heißt, ich weiß jetzt leider nicht, wie lange ich schon aufnehme. Deswegen habe ich die Uhr jetzt neu gestartet. Ja, egal, das kümmert euch nicht. Ihr werdet trotzdem eure Zeit hoffentlich hinbekommen. Ich muss mal gucken, wie das passt. So, jetzt sind wir drin, können wir uns hier ein bisschen aufwärmen. Und ja, dann reden wir einfach mal jetzt mit dem hier. Was wollt ihr? Mit dem Fulltime, hallo. Kann man auch dein Gesicht sehen? Hallo. Hadring hat einen neuen Kunden an Land gezogen. Wie? Ja, kommt ihr oft hierher? Seht ihr hier noch irgendwelche anderen Tavernen? Wo soll ich denn sonst zum Trinken hingehen? Ja, keine Ahnung, wo du willst. Himmelsrand bietet dir viel. So, was wisst ihr über den Ork? Was ist für ein Ork? Was ist Aber für ein sicher Ork? doch. Lauft einfach weg. Ist ja nicht so, als ob ich gerade was gesagt hätte. Ork, Ork, Ork. Ah, ich glaube, ich weiß, was für ein Ork, aber das war eine Nebenquest und die hat jetzt hier überhaupt gar nichts mit dem allem hier zu tun. Deswegen will ich das jetzt auch nicht spoilern. Jedenfalls gab es hier mal einen Ork und ich glaube, da konnte man einfach nur nachfragen, aber das hat's jetzt. Egal, muss euch nicht kümmern, jetzt reden wir mal mit Habt ihr dem. ein Zimmer? Kann ich euch etwas bringen? Ja, da kann man auch nochmal über den Ork fragen. Ja, das machen wir nicht, also nehmen wir jetzt einmal ein Zimmer für die Nacht. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Wunderbar. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Hier sehe ich mal eine Tür. Das ist eigentlich total scheiße, hier zu schlafen, wenn hier dann die Party abgeht. Aber gut. 14 Gold sollten wir uns nicht beschweren. So, schlafen wir mal wieder 12 Stunden. Das machen wir ja so gern. Unsere arme, arme Schattenmähne muss da draußen leider in der Kälte stehen. Allerdings, die wird es schon abkönnen. Ist ja ein Dämonenpferd. Die wird es schon hinkriegen. So. Ja, da sind wir ausgeruht. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, reisen wir weiter, beziehungsweise da wir ja gerade den Genuss der Schnellreise gekommen sind und nach Dämmerstern müssen und den Weg eigentlich schon. Und es hat immer noch nicht aufgehört zu schneien. Alter Latz. Also irgendwas passt hier gar nicht mehr in den Himmelsrand. Steigen wir trotzdem mal kurz auf. So. Dann machen wir hier jetzt auch nochmal Schnellreise. Weil, wie gesagt, ich glaube, die Wege, die neu sind, die laufen wir natürlich. Aber, die wir schon abgelaufen sind, die können wir ja auch mal die Schnellreise nutzen. Weil ich glaube, den Weg von Dämmerstern da, den habt ihr jetzt schon 10.000 Mal in dem Let's Play gesehen. Und wir möchten ja hier nicht das ganze Let's Play damit verbringen, hier immer den gleichen Weg abzulaufen. Und deswegen nutzen wir jetzt hier mal die Schnellreise. Wenn wir hier so einen schönen Drachen sehen. Wenn wir vielleicht bestimmt auch noch haben, Drachenkampf irgendwann im Laufe des Let's Plays. Aber die tauchen ja immer mal wieder auf. So, was ist jetzt hier los? Und die Katschi ziehen gerade ab. Und ich park mal wieder mein Pferd hier.
Und dann gehen wir mal zu Skalde. Und überbringe ihm die Nachricht. Sollen wir die Nachricht mal lesen? Was meint ihr? Gucken wir mal. Notiz. Ares Notiz. Ah, die ist halt versiegelt. Seht ihr das? Und deswegen sollten wir die nicht aufmachen. Sonst ist das Siegel gebrochen. Und es geht uns dann auch nichts an. Und deswegen lassen wir das auch mal lieber. Bei Wunderfitzig wäre ich schon. Egal. Ich speichere mal kurz zwischen. So. Und dann geht's weiter. Rennen wir mal ein bisschen. So, dann überbringen wir mal die Nachricht. Ich habe seit über 35 Jahren in Dämmerstern das Sagen. Was ist das? Ach ja, stimmt. Die Balken aus Angas Mühle. Ehrlich, diese Eri und ihre Männer würden gute Sturmmantelrekruten abgeben. Leider können wir das Holz nicht entbehren, sonst würden wir sie einziehen. Hier, nehmt das. Für eure Mühen und so weiter. Ja, tatsächlich hilft den einen von Pale 2 von 3. Wunderbar, jetzt müssen wir noch eine Person. Erhelligt mich nicht mehr, es sei denn, es ist dringend. Eine Person noch helfen. Von Skoll, dem Älteren. Er ist die Zeit und Aufmerksamkeit nicht wert. Vielleicht können wir ihm helfen. Es liegt keine Ehre darin, Bediensteter eines Jarls zu sein. Dann gucken wir mal einfach in der Ortschaft. Vielleicht ist da noch jemand, dem wir helfen können. Meistens sind die Aufträge ja nicht so groß. Oh, ich glaube, es hat aufgehört zu schneien. Auch schön. Muss ja nicht immer schneien. So. Keine Ahnung. Würde ich sagen, reden wir einfach mal mit den Leuten. Hallo, wer bist du? Der Karl? Götter euch bestrafen. Was? Ich bin niemand Besonderes. Nur ein hat er mich gerade beleidigt? Um Geld für seinen so, was kann die Irknir? Ich arbeite in der Mine, ich will keinen Ärger. Okay, okay, okay. Die Mine können wir auch mal gehen, aber jetzt würde ich sagen, gucken wir einfach mal, wer da so rumläuft. Da auf ein Kind. Ulfric Sturmmantel habe den Großen mit dem Kochtopf. Mit seiner Stimme. Okay. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. So. Gucken wir mal. Ich kann mal ihr hier helfen. Hallo? Ich bin zwar nicht in. Der Jarl und ich haben unsere Meinungsverschiedenheiten. Tut mir leid, dass ihr eine mitbekommen musstet. Der Jarl und sie, so, dann kann ich hier sagen, ich habe euch mit jemandem streitend gesehen. Ja, dann machen wir es mal. Skald unterstützt Ulfrichs Rebellion. Und es gefällt ihm nicht, dass ein paar alte Soldaten in seiner Stadt wohnen. Er ist ein Dummkopf. Ein Drache hat Helgen angegriffen. Dämmerstern braucht das Kaiserreich mehr als je zuvor. So, ja, dann kann ich noch Auskunft fragen. Ich möchte etwas trinken oder Arbeit finden. Ihr wollt euren Kummer im Met ertränken? Das machen viele in diesen Tagen. Ich empfehle die Taverne zum windigen Gipfel. Was Arbeit angeht, könntet ihr darauf bauen, Skalde in guter Laune zu erwischen. Aber an eurer Stelle würde ich es bei den Minen am anderen Ende der Stadt probieren. Okay, also doch in die Minen. Passt auf euch auf. Dann gehen wir da jetzt in die Minen und gucken mal, ob wir da irgendwie helfen können. Hallo. Hallo. So, oh, jetzt kommt die Sonne aber gut raus hier. Dann gehen wir mal in die Minen. Zur Eisenbrechermine. Gehen wir mal runter. Vielleicht kann man hier auch noch einen Auftrag erledigen. Ja, hier können wir sogar ganz schön viel Eisen mitnehmen, aber das machen wir jetzt erstmal nicht, solange wir noch Eisen haben. Das machen wir dann, wenn wir mal Eisen brauchen. Jetzt reden wir mal hier. Ich bin zum Schürfen hier, das ist alles. Mit der. Ich bin in der Eisenbrechermine, oh. Seit ich ein kleiner Junge war. Okay, eins nach dem anderen. Dämmerstamm, ihr braucht etwas. Okay, mit ihr kann man nicht reden. Eisen ist ein gutes, kräftiges Metall. So etwas schürft man als noch. Ja, gut, dann. Da kann ich nicht weiter
mit denen reden. Die sagen nur ihre Standards brasen. Jetzt habe ich hier irgendwas, eine Spitzhacke vor mir hergekickt. Ja, hier schon fertig, oder was? Ah, ne, hier geht's weiter. Oh la la. Hier ist ein Loch, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht runterfliegen. Ja, das war's jetzt, oder was? Ich dachte, hier kann man Arbeit finden. Oder helfen. Ja gut, dann... Keine Ahnung. Kommen wir dann irgendwann später nochmal hier zurück, wenn wir das Eisen abbauen wollen. Der braucht jetzt nicht in die Kommentare schreiben, oh Mann, Ray, da voll Eisenerz, das hättest du abbauen können. Ich weiß, ich wollte es jetzt nicht abbauen. So, wieder raus. Und singen ein Lied, oder auch nicht, weil die Ladezeit schneller ist. Wow, jetzt ist es richtig hell, es blendet es schon richtig im Schnee. Boah, eine kleine Sonnenbrille aufziehen. Ja gut, hier kann man nicht helfen, da drüben ist aber noch irgendwie so ein Hochofen oder so, vielleicht kann man da drüben helfen. Ich sprint mal da schnell hin durchs Gebüsch. Kann man da nochmal, da ist nämlich auch nochmal eine Mine, so wie ich das sehe. Jawohl. Hallo, wer bist du denn? Lond? Ich schürfe, arbeite in der Schmelzhütte. Okay. Mehr gibt es nicht zu sagen. Meine Frau Beitild ist tot. Aber ich vermisse diesen alten Wesen nicht gerade. Wow, das ist ja... Bis zum nächsten Mal. Sehr nett, was er zu seiner die Frau sagt. So, jetzt. Wenn es um die Mine geht, bin ich ganz Ohr. Ich wollte ihn hier richtig sehen. Ja, wir herrschen über Dämmerschein, das wissen wir ja. Deswegen sage ich mal jetzt, ich suche nach Arbeit. Wenn ihr nichts gegen das Graben habt, mir gehört die Quecksilbermine. Das ist auf jeden Fall besser, als in dieser verdammten Eisenbrechermine mit den ganzen Milchtrinkern zu arbeiten. Ach so, okay. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Aber so eine richtige Arbeit ist es ja dann auch nicht. Mein ganzes Leben lang Bergarbeiter. Dann gehen wir trotzdem jetzt mal die Quecksilbermine, wo es dann wahrscheinlich Quecksilber zum Abbauen gibt. Und, Ihr braucht etwas? Ne, mit ihr haben wir schon geredet. Gucken wir einfach hier mal durch. Hier mit jemandem reden können. Quecksilbererz ist selten, da lohnt sich der Abbau. Ja, mit denen kann man alle nicht reden, die machen, die sagen nur immer ihr Standardsatz. Aber ich glaube, so ein richtiger Auftrag gibt es hier nicht. Tja, da bin ich mal gespannt, wo wir, ich lasse das jetzt hier auch stehen erstmal, das Zeug, ich will es hier nicht die ganze Zeit abbauen. Ui. Ja, dann müssen wir mal gucken, wo wir ja noch irgendwie den Leuten helfen können. Muss ja irgendwie noch irgendwo was geben. Ich meine, wenn es hier... Ich meine, das Ding ist groß, ne? Ich meine, wenn ihr mal guckt auf der Karte, Dämmerstern, das ist hier das, alles hier, das ist alles Dämmerstern. Das ist ein Riesenreich hier. Und da kann das zählt alles hier zum Helfen. Das heißt, kann irgendwo jemand sein und sagen, hilf mir mal. Und dann kann ich das machen. Ihr habt doch die Schluchtweiherhexen erledigt, nicht wahr? Wie kann ich euch helfen, Gefährte? Ja, habe ich alles gemacht. So. Gehen wir mal aufs Schiff, vielleicht können wir hier helfen. Ich habe vor, die Tage, die mir noch verbleiben, auf dem Wasser zu verbringen. Dort gehöre ich hin. Wenn euch das Segeln erst einmal gepackt hat, lässt es euch nicht mehr los. Hallo, wer bist du? Ich nehme nicht gerne Befehle von einem Jungen entgegen, aber ich brauche das Gold. Aha. Ich könnte dieses Schiff besser führen als diese Jungen. Ah, da ist der Kapitän. Vielleicht werde ich eines Tages was dagegen unternehmen. Der Kapitän Wegfinder. Ich wäre zu jung, um Schiffskapitän zu sein, aber ich werde ihnen zeigen, dass sie sich irren. Na dann. Ich glaube nicht an das Gerede, dass ein Schiffskapitän streng und unerbittlich sein muss. Ich will, dass meine Mannschaft ihre Arbeit gern tut. Arbeit gern machen, ist klar. Seid ihr der Schiffskapitän? Durch Vererbung, wie meine Männer gern sagen. Ich kann sie nicht verübeln. Meine Mutter hat die Meeresböe mit ebenso eiserner Hand geführt wie ihren Haushalt. Ich habe versucht, neue Geschäfte aufzutun, den Respekt der Seeleute zu gewinnen. Aber ich habe immer noch Schwierigkeiten. Zum Beispiel unser letzter Handel. Ein paar fein gemahlene Salze der Lehrer aus der Akademie von Winterfestel. Jede Menge Profit, wenn man weiß, wem man es verkaufen kann.
Was ist mit den Salzen geschehen? Seeleute, was sonst? Sie haben sich betrunken und am Ende die Ware in irgendeiner Höhle verloren. Wenn ihr keine Angst vor ein paar Erkundungstouren habt, zahle ich euch gutes Gold, um diese Salze zu bekommen.